Hallo Freunde von Eingeschenkt TV. Wir sind für euch am Hambacher Schloss. Könnt ihr hier sehen. Und gestern war hier das neue Hambacher Fest. Ablauf, Thomas, was war gewesen? Im Gegensatz zum letzten Jahr fand das diesjährige neue Hambacher Fest in 2 Tagen statt. Der erste Tag war die Wanderung der Patrioten hinauf zum Schloss. Und am zweiten Tag war ein Kongress für Frieden und Sicherheit in Europa mit Dr. Daniele Ganser, Willi Wimmer und natürlich dem Veranstalter Max Otte. Mhm. Die Karten waren sehr schnell ausverkauft, aber wir haben für euch alles gefilmt. Also, wenn ihr auch nicht dabei sein konntet, schaut es euch bei uns an, ne? Und tschüss. Ja, liebe Patrioten, ich kann sagen, liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Patrioten, wir haben es wieder geschafft. Und wir sind wieder versammelt, um den aus unserer Sicht wahren, richtigen Geist von Hambach hochzuhalten. Kein engstirniger Nationalismus, sondern der Gedanke an ein demokratisches, an ein starkes, an ein gutes Deutschland, an ein verfasstes Deutschland mit Demokratie, mit Meinungsfreiheit. Denn nur in einem starken Nationalstaat kann sich die Demokratie schützen. Die Tradition von Hambach, die Tradition, so wie wir sie verstehen und so wie sie auch Dr. Siebenpfeifer und Herr Wirth, August Wirth verstanden haben, diese Tradition ist zu wichtig, um sie nicht zu pflegen. Denn diejenigen, die die Geschichte umdeuten wollen, die Hambach zu etwas anderem machen wollen, die haben fast das Meinungsmonopol. Und deswegen ist es wichtig, und zu diesem Meinungsmonopol werde ich morgen auch noch vieles sagen, aber deswegen ist wichtig, dass wir hier stehen und sagen, nein, Hambach steht für etwas anderes. Und deswegen möchte ich auch ganz kurz aus der Rede von Dr. Siebenpfeifer, einem der beiden Hauptinitiatoren, zitieren. Dies, der Sinn des heutigen Festes, ein freies, deutsches Vaterland, den Verrätern der deutschen Nationalsache die Knochen erschütternd, die Patrioten aber anfeuernd und stählend zur Ausdauer, im Kampf zur Abschüttelung innerer und äußerer Gewalt. Diese Worte sind 1832 auf dem Schloss gefallen. Hallo Sascha hier vom Hambacher Fest. Ich habe neben mir den... Thorsten. Thorsten, ja. Warum bist du heute hier? Ich bin hier, weil mir so manche Sachen in Deutschland nicht mehr gefallen. Ach, das ist jetzt im Detail schwierig zu sagen, aber das ist eine Bewegung, die für Freiheit, Demokratie steht, die für Deutschland steht, auch für die Werte in Deutschland. Und die Hoffnung, die ich halt damit auch verbinde, dass eben in Deutschland auch die Werte einfach weitergelebt werden, hat auch ein bisschen was mit Überfremdung zu tun. Nicht, dass ich was gegen Ausländer habe, gar nicht. Aber irgendwie muss man auch stolz sein können, auf dass man hier geboren ist, auf die Kultur. Das ist ein guter Begriff eigentlich, die Kultur. Und da muss ich schon sagen, das ist mir eben wichtig, dass die deutsche Kultur erhalten bleibt. Und da sehe ich eben viele Richtungen, die woanders hingehen. Deswegen bin ich auch da. Okay. Das EU-Parlament ist ein Anhängsel der EU-Kommission, die die Gesetze entwirft. Einer zentralistischen Monsterbürokratie. Das EU-Parlament ist handlungsunfähig weitestgehend. Wir wollen die Staaten handlungsfähig erhalten in einem kooperativ föderierten Europa, selbstverständlich. Der Geist von 1832 war ja der sogenannte Vormärz. Es herrschten Zensur und Fürstenherrschaft in Deutschland. Und die Bürger haben, weil sie eben nicht demonstrieren durften, noch haben wir Versammlungsfreiheit, haben ein Fest gefeiert. Was treibt dich dazu, heute hier mit der Flagge auf der Straße zu laufen? Ja, das hat unterschiedliche Gründe. Also zum Ersten liebe ich mein Land und ich mag Demokratie und Meinungsfreiheit und Frieden und Gerechtigkeit. Und ich bin seit 5 Jahren politisch aktiv und habe schon verschiedene Aktionen gemacht. Unter anderem habe ich mich letztes Jahr im Auswärtigen Amt für die deutsche Außenpolitik bezüglich Ukraine und Russland entschuldigt und habe mich sehr belesen und beschäftige mich mit Gabriele Krone-Schmalz und vielen anderen Friedensforschern
Und heute bin ich hier, weil ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, sich einzusetzen für ein besseres System. Alleine die Personen, die morgen auf dem Kongress sind, die dazu zählen, sprechen für sich. Einmal der hochintelligente Imad Karim aus dem Libanon stammend, auch der Willi Wimmer mit langer politischer Erfahrung, von dem ich sehr viel halte, der noch CDU-Mitglied ist, und Max Otte von der Werteunion halte ich auch für einen autarken Menschen, der sich ein besseres System wünscht, mehr Gerechtigkeit in Wirtschaft, wieder die Einführung der Demokratie, die faktisch eigentlich nicht mehr vorhanden ist. Und ja, ich möchte mich vernetzen hier mit den Leuten, ich möchte Menschen auch unterstützen, die die Hoffnung schon aufgegeben haben. Und ich denke, das ist im Moment ein wichtiges Ziel, die Menschen gegenseitig... Komm, wir müssen mal ein bisschen laufen. Auch, ja, dass die Menschen sich gegenseitig aufbauen, dass sie nicht verzweifeln, dass sie nicht austicken. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen und dann schaffen wir auch den demokratischen Wandel in unserem Land. Also wir befinden uns jetzt auf der Veranstaltung und die Gäste kommen langsam hinein. Was sind denn Ihre Erwartungen an den heutigen Tag? Meine Erwartungen, ich freue mich also ganz doll auf den Max Otte. Guckt den auch immer im Internet und sein Redakteur, den Markus Gärtner. Ganzer natürlich, war schon öfter mal zu Vorträgen, habe auch alle Bücher von ihm, verschenkt die auch ab und an. Ja, und Willi Wimmer natürlich. Ja. Irgendeine bestimmte Information, die Sie vielleicht heute aus den Gästen heraushören wollen? Also, wie sind Ihre Interessen? Warum sind Sie heute genau hergekommen? Ja, um vielleicht mal wieder was Neues zu hören von den Teilnehmern hier. Und auch um in gute Gespräche mit den Leuten hier zu kommen. Waren Sie letztes Jahr schon dabei? Ja, ich war letztes Jahr auch schon dabei. War sehr schön auf dem Hambacher Schloss. Ja, auch die Wanderung gestern, haben Sie die miterlebt? Nee, die Wanderung war ich jetzt nicht gewesen gestern. Wenn Sie dieses Jahr und letztes Jahr vergleichen würden, was glauben Sie, wird besser, wenn man das so sagen kann? Also ich denke, letztes Jahr war besser, allein schon die Atmosphäre auf diesem Hambacher Schloss. Das war natürlich genial. Aber dieses Jahr ist trotzdem ganz gut. Ja, dieses Jahr ist natürlich, Saalbau ist ja auch sehr repräsentativ hier in Neustadt. Ja. Alles klar. Noch irgendwelche, eine letzte Botschaft an die Zuschauer? An die Zuschauer, ja. Ich hoffe, dass die viel mitnehmen. Und eventuell sich noch gut Bücher kaufen und die Leute unbedingt weiter informieren. Das ist ganz wichtig. Meine Damen und Herren, die anderen reden von Integration. Menschen wie ich aber machen sie zu einer lebendigen Wirklichkeit. Weitgereiste, die bewusst Deutschland zum Mittelpunkt ihres Lebens machten und die sich zu diesem Land und seinen Werten bekennen, sind ein Teil dieses offenen, liberalen, aber gleichzeitig traditions- und wertebewussten Deutschlands. Sich zu Deutschland zu bekennen und dieses Fest mit seiner geschichtsträchtigen Tragweite mit Ihnen zu feiern, ist für jemanden wie mich, der vor 42 Jahren als Student zu Ihnen kam und hier blieb, der Ausdruck einer Verschmelzung mit diesem Land und die dialektische Folge eines höchst zivilisatorischen Prozesses. Deutschland, das ist die Heimat meiner, das ist die Heimat unserer Werte, meine Damen und Herren. Gemeinsam führen wir den friedlichen Kampf gegen diese Sozialingenieure, die gerade dabei sind, alles zu zerstören, was wir Demokraten gemeinsam aufbauten. Dieser Kampf, und das ist kein Geheimnis, wird der letzte Kampf sein. Denn wenn wir ihn verlieren sollten, haben unsere Kinder und Enkelkinder eine lange Zeit der Dunkelheit zu überstehen.
Worauf freuen Sie sich denn heute? Ja, ich freue mich auf Daniele Ganser, der ja hier auch spricht, auf Inspirationen, auf viele neue interessante Informationen zu Politik, zu Deutschland, zu Europa, zu Friedenspolitik. Also eine ganze Menge, auf die ich mich freuen kann heute Nachmittag. Waren Sie letztes Jahr schon dabei? Nein, ich war nicht dabei, aber ich habe über YouTube die Veranstaltung so im Nachhinein mitverfolgt. Und die Vorträge fand ich alle sehr hochkarätig. Ja, auch von Willy Wimmer zu Friedenspolitik und so weiter. War das der Auslöser, warum Sie jetzt dieses Jahr dabei sind? Auf jeden Fall, ja. Ja. Und allgemein zum Hambacher Fest, warum ist es wichtig, diese Tradition quasi wieder aufleben zu lassen? Ja, das Hambacher Fest in der Tat ist natürlich auch ein sehr historischer Ort, ein historisches Fest, was ich damals als Schüler am Gymnasium auch mich sehr fasziniert hat, dass die Farben und die Idee Deutschlands ja nicht etwas ist, was von oben herabgekommen ist, sondern vom Volk aus, von den Menschen, die einfach auch sich mit der Kultur einfach zugehörig gefühlt haben, was damals ja sehr schwierig war durch das Redeverbot, freie Rede und durch die Fürstentümer, durch die Reaktion damals. Und deshalb fand ich das unglaublich spannend und hat mich total wieder erinnert an das, was ich gelernt habe, als Professor Otte das sozusagen wieder aufgelebt hat, ja, weil ich es absolut aktuell finde in der jetzigen Zeit. Ja. Die politischen Gegner, sag ich mal, eines Herrn Otte oder auch eines Herrn Wimmer, die werfen jetzt dieser Veranstaltung einen Missbrauch der Tradition des Hambacher Festes vor. Was würden Sie dem entgegensetzen? Ja, also die sollen einfach hier hinkommen, sich die Vorträge mit offenem Herzen anschauen und nicht einfach nur mit Vorurteilen und vielleicht auch durch Massenmedien oder durch eine gewisse Meinungshoheit, die, finde ich, schon fast gesteuert ist, so fühlt sich das an, so dass ich diesen Leuten einfach nur sagen kann, kommt her oder schaut euch die Vorträge an vom letzten Jahr, und wenn ihr nicht heute hier seid, dann schaut sie euch an bei Eingeschenkt TV zum Beispiel. Ja. Richtig. Also in dem Fall oder in diesem Sinne, vielen Dank für das kurze Gespräch und viel Spaß auf dem Fest heute. Ja, viel Erfolg und euch auch viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Ihr seid sehr wichtig. Zur politischen Bildung der alteingesessenen Bevölkerung gibt es den Kampf gegen den Klimawandel, gegen die Rechten, die jeden Tag einen Putsch planen, aber von den Sicherheitsdiensten zum Glück entdeckt werden, für die CO2-Steuer. Und für mehr Umweltzonen, für noch mehr Perfektionierung der Mülltrennung, für Frauenquoten, Schwulenquoten, Lesbenquoten, Diversenquoten, für mehr Entfaltungsmöglichkeiten, für Dreckqueen und natürlich für mehr Transparenz bei Frauentausch und Deutschland sucht den Superstar. Verzeihen Sie mir. Jetzt sprechen wir nochmal mit einem etwas jüngeren Teilnehmer. Felix, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, moin. Ich bin Felix, komme aus Hamburg und bin Sozialdemokrat. Mitglied bei den Jusos, hast du mir erzählt. Was treibt ein Juso-Mitglied hierher? Ja, also Mitglied bei den Jusos wird man nicht freiwillig. Man ist Mitglied der SPD und wenn man unter eine bestimmte Altersgrenze fällt, ist man auch automatisch Mitglied der Jusos. Mhm. Und mich treibt hierher, ich habe das letztes Jahr gesehen, ich habe das verfolgt. Man hört natürlich vom Hambacher Fest schon, weiß ich nicht, im Geschichtsunterricht und so weiter. Und ja, da dachte ich mir, das schaue ich mir mal an. Es soll ja für alle offen sein und deshalb bin ich hier. Was mich interessiert, wir sind ja ungefähr eine Altersklasse. Ich bin jetzt in Ostdeutschland aufgewachsen, dem ehemaligen, und du in Westdeutschland. Wir haben beide die ehemalige Grenze nicht erlebt. Dennoch sieht man ja einen Trend in Richtung, wieder das im plump gesagt, im Westen mehr links gewählt wird, im Osten mehr rechts. Wie siehst du das? Also es gibt ja nicht nur dieses Ost-West-Gefälle, sondern auch das Nord-Süd-Gefälle.
Das hat einfach was damit insgesamt zu tun. Wir haben das mal im Geschichtsunterricht so behandelt wie Schablonen. Ne? Also es gibt eben die kapitalistische oder ehemals kapitalistische Schablone und die ehemals kommunistische Schablone, die protestantische und die katholische Schablone. Und dann irgendwie ergibt sich da ein Mosaik, wenn man alles aufeinander legt, wie auf einem Overhead-Projektor. Und ich denke einfach, die Leute im Osten haben die Erfahrung gemacht, wie es ist, in einem unterdrückten Regime zu leben und haben da vielleicht auch dann ein besonderes Gespür dafür und nehmen da Dinge anders wahr. Ich mache mal ein Gegenbeispiel. Ich wohne derzeit in Dänemark. Die Leute da, die haben überhaupt kein Problem damit, alles digital zu bezahlen. Die leben, also ich sag mal, selbst während der Nazi-Okkupation gab es dort freie Wahlen. Die kennen das einfach nicht, dass ein Staat sie unterdrückt. Deshalb sind die da, ja, böse Zungen würden sagen, naiver. Ne? Wir sind daher aufgerufen, den aus dem Niedergang der Parteien unvermeidlich hervorgehenden Kampf um unsere Freiheit aufzunehmen. Sowohl Hambach als auch Neustadt sind Traditionsorte deutschen Freiheits- und Bürgersinns. Und dies möchte ich mit Ihrer freundlichen Erlaubnis zum Anlass nehmen, heute mein Grußwort nicht nur an die hier Anwesenden zu richten, sondern besonders an die Bürger eines Teils unseres Vaterlandes, das zurzeit, heute geografisch betrachtet, in gewisser Weise die Herzkammer des Freiheitswillens deutscher Provenienz darstellt. Ich will damit sagen, wäre Hambach heute ein Bundesland, würde es wohl Sachsen heißen. Ja, ich stehe jetzt hier noch mit Petra Paulsen. Frau Paulsen, Sie haben ja mit Ihrem Buch auch einen recht großen Beitrag und auch mit Ihren offenen Briefen zum demokratischen Diskurs hier in Deutschland geleistet. Wie bewerten Sie denn das Hambacher Fest jetzt? Also ich fand, ja, das ist einfach toll, dabei zu sein. Ich habe letztes Jahr ja durch Zufall letztendlich davon gehört. Ich hatte ja bei auf YouTube die Rede, die Imad Karim dort gehalten hatte, gesehen. Und habe gedacht, weil mich das Thema Frieden und Sicherheit natürlich in Europa interessiert, und habe gedacht, ich schaue einfach mal vorbei. Freunde von mir sind mitgekommen und wir fanden das eine großartige, friedliche Veranstaltung und haben uns natürlich mit anderen Menschen ausgetauscht, die sicherlich aus völlig unterschiedlichen politischen Richtungen kommen. Und von daher war das also eine tolle Sache. Und ja, generell bei den Rednern, ist irgendwas bei Ihnen herausgestochen? Was haben Sie besonders behalten jetzt von dem Tag? Naja, bei den Rednern muss man sagen, Daniele Ganser habe ich selber schon vor 2,5 Jahren live erlebt. Und ich höre ihn immer wieder gerne, weil er das natürlich auf eine unheimlich unterhaltsame Art und Weise bringt. Ein Thema, was natürlich von enormer Wichtigkeit ist. Aber er versteht es ja einfach, Menschen das auf ganz einfache und simple Art und Weise nahe zu bringen. Und dieses kritisch sein, ne, in alle Richtungen denken, für alles offen sein, das ist ja auch eben das, was ich versucht habe mit meinem Buch eben rüberzubringen, dass man wirklich mit allem versucht, im Gespräch zu bleiben, egal welcher Ansicht jemand ist, dass man sich eben nicht teilen lässt. Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, damit man eben als Volk, ne, wenn man das ja noch sagen darf, und ich denke, man darf es sagen, bei uns ja. Geschlossen zusammensteht halt. Ne? Und man versucht uns ja eben halt gegeneinander aufzuwiegeln und uns immer mehr zu spalten, was natürlich dann eben zu unserer Schwächung beiträgt. Genau. Also Herr Otte, wir würden uns ganz kurz gern von Ihnen anhören, wie denn der gestrige Tag aus Ihrer Sicht so verlaufen ist, die Wanderung. Ja, ich wollte erst nicht schon wieder ein Jahr später ein Hambacher Fest machen, ein neues Hambacher Fest, aber es war richtig, dass wir es gemacht haben. Wir waren knapp 500, viele haben ein Kombi-Ticket gekauft und wir hatten mehr Anmeldungen. Die sind heute alle hier, gestern dann noch nicht angereist, aber wir sind raufgewandert, wir haben Kundgebungen gemacht, wir haben uns gefreut, wir haben gefeiert, wir waren nachher in 6 verschiedenen Weinlokalen der Region. Es war ein rundum gelungener Tag mit ein bisschen Improvisation. Das ist da, wenn man so eine Mega-Veranstaltung macht und das auf sozusagen freiwilliger Basis, dann ist das auch normal. Aber ich bin froh, dass wir es wieder gemacht haben. Letztes Jahr gab es ja einige Störenfriede, sage ich mal, auch Gegenprotest zum Wandermarsch. Wie war es dieses Jahr? Wir nennen es ja nicht Wandermarsch, wir nennen es ja Patriotenwanderung. Ja, genau.
Ja, wir hatten drei Abiturienten oder sowas da, die riefen dann was von Antifaschista und dann riefen sie, ihr habt den Krieg verloren und irgendjemand hat wohl zurückgerufen, ihr aber auch. Und also es war ganz amüsant, aber sie waren auch friedlich ansonsten, haben halt ein bisschen gerufen. Und es ist so, dass wir diesmal natürlich keine Spitzenpolitiker hatten, sondern bewusst einen Kongress für Frieden und Sicherheit gemacht haben, aber die Aufmerksamkeit ist da. Die Tagesthemen haben berichtet, der SWR hat berichtet, also man nimmt das schon wahr. Nur, was will ich gegen einen Friedenskongress machen, wenn ich, selbst wenn ich sogenannten Antifa, aber das interessiert die Antifa nicht. Wenn sie was machen will, dann gehen sie gegen alles vor. Jetzt haben Sie ja schon erklärt, dass es dieses Jahr auch im Redner-Line-up eine Veränderung gibt. Ne? Also, ja, Sie haben ja schon gesagt, jetzt zum Beispiel kein Spitzenpolitiker wie Herrn Meuthen letztes Jahr von der AfD dabei, sondern in eine etwas andere Richtung. Können Sie da kurz Ihre Intention erklären, zum Beispiel Herrn Ganser einzuladen? Ja, ich wollte einen Kongress für Frieden und Sicherheit in Europa machen, also im Prinzip mehr thematisch arbeiten. Jetzt haben wir doch drei sehr patriotische, auch auf das politische System bezogene Reden gehört. Aber jetzt gehen wir in den zweiten Teil, wo es tatsächlich eher um Fragen der Sicherheitspolitik, der äußeren Sicherheit geht. Das ist ja auch wichtig für unser Land. Ich wollte bewusst eben keine reines Hambacher Fest machen, sondern auch einen thematischen Schwerpunkt setzen. Und das machen wir jetzt auch im zweiten Teil. 1953 hat der Premierminister von England, Winston Churchill, im Iran die Regierung gestürzt. Und das muss man sich heute vor allem in Erinnerung rufen, wo ja wieder die Spannungen mit dem Iran zunehmen. Die Iraner haben damals entschieden, sie wollen das Erdöl verstaatlichen. Und die Briten wollten das nicht. Das heißt, es waren in diesem Falle wirtschaftliche Interessen, die dazu geführt haben, dass man eine Demokratie zerschlagen hat. Es ist genau das, was ich in meinem Grundgefühl halt habe, dass ich sage, immer wieder werden auch demokratische Prozesse kaputtgeschlagen, weil es eine Elite gibt, die wirtschaftliche Interessen hat und die das einfach niederbügelt. Weil die Iraner, die haben ihr Erdöl verstaatlicht, nachdem sie eine Demokratie eingeführt hatten. Und der Premierminister im Iran, das war der Mossadegh, der ist hier im Bild, der konnte dann nichts machen, als er gestürzt wurde von den Engländern und von den Amerikanern. Und jetzt, wie haben das die Engländer und die Amerikaner gemacht? Sie haben den Geheimdienst genommen, der Auslandsgeheimdienst der USA, der heißt CIA, und der Auslandsgeheimdienst der Engländer, der heißt MI6. Jetzt, wenn ein Geheimdienst in einem anderen Land die Regierung stürzt, dann kann man sich ja fragen, darf man das? Und die Antwort ist ganz einfach, nein, man darf es nicht, weil es widerspricht, ja. Es widerspricht dem UNO-Gewaltverbot, das ich Ihnen vorher gerade erklärt habe. Ja, die CIA hat auch die Regierung von Salvador Allende in Chile gestürzt, 1973, kann man sich fragen, darf man das? Nein, man darf es wirklich nicht. Aber, und jetzt kommt die Propaganda ins Spiel, wenn jemand in Deutschland oder in der Schweiz das Wort MI6 hört, dann hat er ganz andere Assoziationen. Das ist jetzt vielleicht eine Einschätzung, die für die Männer mehr zutrifft als für die Frauen. Aber wenn ein Mann MI6 hört, denkt er nicht, ah, UNO-Gewaltverbot wurde verletzt 1953, weil Mossadegh im Iran gestürzt wurde, nachdem er das Erdöl privatisiert hat, was zu Kapitaleinbußen in London geführt hat. Sondern er denkt, James Bond. Ja, weil wenn ein durchschnittlicher Deutscher oder ein durchschnittlicher Schweizer sich einen gemütlichen Abend macht, ja, dann hat er hier das Bier, hier die Chips und vorne läuft James Bond. Man kann man sich ja mal fragen, was sieht er denn da? Da sieht er einen Mann, der wird angegriffen von 20 schwarz gekleideten Männern mit Maschinengewehren. Die schießen alle auf ihn. Jetzt muss man wissen, ein Maschinengewehr gibt mehrere Schuss pro Sekunde ab. Okay, nicht pro Minute, pro Sekunde. Wenn 20 Männer mehrere Schüsse pro Sekunde abgeben, wäre das für die meisten ein Problem. Aber für James nicht. Nein, nein, für James nicht. Das fällt immer auf. Und dann, was ich auch spannend finde, James springt dann in einen alten Militärhubschrauber russischer Bauart, ja, und flieht. Jetzt, ein Militärhubschrauber, haben Sie schon mal gesehen, wie viele Knöpfe da drin sind, ja? Braucht James eine halbe Stunde Einführung? Nein, der ist technisch affin, der startet das Gerät sofort. Ich habe letztes Jahr eine Luftmatratze gekauft. Da gab es eine Gebrauchsanleitung.
Es ist wirklich wahr, ja. Es ist wirklich wahr. Und das ist natürlich dann, wenn man James sieht, weil da springt auch ja irgendein Kampfflugzeug, und es gibt ganz verschiedene Kampfflugzeuge. Er weiß nicht, welcher Typ dann dort steht, wenn alles explodiert und der weg muss, aber er kann den Typ fliegen, der da steht. Das ist wirklich beeindruckend. Und dann kommt James, vielleicht können Sie sich erinnern, immer in diese Szene, wo ein großer, kräftiger Typ ihn töten will. Und überraschenderweise kann er sich immer wehren, obwohl er kleiner und schwächer ist, aber ist schneller und geschickter. Kurzum, er legt eine super Performance da und klettert dann über eine Wand, und da wartet die schönste Frau auf ihn. Und das ist ja schon der Moment, wo der durchschnittliche Mann einen Schluck vom Bier nimmt und denkt, der James ist wie ich. Und aber Herr Ganser, wie fanden Sie denn jetzt das neue Hambacher Fest? Ich fand das eine interessante Veranstaltung. Jetzt gerade der letzte Redner hat nochmal gesagt, es braucht Frieden zwischen Russland und Deutschland. Das ist eine Position, die ich sehr unterstütze. Bei anderen Referenten habe ich gehört, dass man Europa skeptisch sein soll. Wir Schweizer sind nicht in der Europäischen Union, das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde es einfach spannend, wenn die Leute über Sachthemen sprechen, sich zuhören. Ich fand das interessant. Was hatten Sie so für ein Gefühl? Wie ist Ihr eigener Vortrag angekommen beim Publikum? Ich habe meiner Meinung nach ist das auf Interesse gestoßen. Ja, aber ich kann das, also müssen die Leute selber beurteilen. Aber die haben viel geklatscht, waren ja interessiert. Also, mich hat es ein freundlicher Empfang. Ja. Noch irgendwelche abschließenden Worte im Zusammenhang mit dem Hambacher Fest vielleicht an die eingeschenkte Vorzuschauer? Ja, ich finde es einfach wichtig, dass jeder sozusagen wach ist. Das ist eigentlich das, was ich immer in meinen Vorträgen versuche zu unterstützen. Wach sein, seine eigenen Gedanken beobachten, seine eigenen Gefühle beobachten. Das ist das Achtsamkeitstraining, das ich immer wieder den Leuten sage. Kalt duschen, wenn man will. Oder man kann auch im Verkehr, wenn man irgendwie mit dem Auto unterwegs ist, kann man sich fragen, rege ich mich jetzt über alles auf oder beobachte ich mich selber, wie ich vielleicht hin wieder aufrege, was ich tatsächlich tue. Also ich rege mich auch hin wieder auf, aber anstatt, dass ich dann gleich was sage oder in irgendeine Handlung gehe, beobachte ich mich selber. Und das möchte ich eigentlich allen Menschen raten, dass das einfach sehr, sehr hilft, wenn man achtsam ist. Und dass man eigentlich äußerlich achtsam ist, also man schaut nach draußen und sagt, okay, Irakkrieg 2003, das waren ja Lügen, aber dass man auch nach innen achtsam ist. Also das ist das, was ich wichtig finde, und ich hoffe, das kann ich den Leuten so sagen. Wie viele hier im Saal wissen beispielsweise, dass der Bundesrechnungshof erst in dieser Woche davor gewarnt hat, den europäischen Stabilitätsmechanismus, also genannt ESM, nochmal auszubauen? Und zwar hat der Bundesrechnungshof darauf hingewiesen, dass damit die deutsche Haftung, die bisher mit 190 Milliarden Euro begrenzt war, nochmal ausgeweitet wird, und er sprach von erheblichen Risiken für den Bundeshaushalt. Aber wir wissen auch, dass das von der Regierung einfach abgelegt wird, es kommt in die Schublade, denn die Regierung ist beratungsresistent. Und in der Öffentlichkeit gibt es kein Echo mehr. Aber das ist noch lange nicht alles. Jetzt soll die Eurozone, und das wird kommen, einen eigenen Haushalt bekommen. Aber zusätzlich zum EU-Haushalt, der übrigens seit der Wiedervereinigung zu ungefähr 40% nur von Deutschland finanziert wurde. Also wenn von Moral geredet wird, geht es meistens um Geld. Das ist ja in Europa auch der Fall. Aber wozu brauche ich dann noch einen extra Haushalt? Er heißt aber offiziell gar nicht Haushalt. Offiziell heißt er Finanzfazilität. Sehen Sie, die Sprachwahl der Euro-Retter, die ist hochinteressant. Sie müssen sich vorstellen, seit dem Ausbruch der Euro-Krise, oder genau genommen seit 2007, und das ist jetzt lange her, nicht wahr, ist die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Frankreich gefallen und in Italien sogar um 17%. Das heißt, das sind verlorene Jahrzehnte für Südeuropa.
Der Euro ist nicht gut für Südeuropa. Das muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist diese ganze Euro-Rettungsgeschichte ja im Grunde zynisch. Der wird ja nicht gerettet für die Völker. Der wird gerettet für ein Machtkartell und für eine ganz bestimmte Schicht, die davon profitiert und die sich damit immer mehr Posten und vor allem Macht sichert. Nehmen Sie mal... Ja, es geht um eine ungeheure Machtkonzentration. Überlegen Sie mal, welche Macht Mario Draghi hat. Das ist gewaltig. Der ist mächtiger als der Kommissionspräsident. Der hat sehr viel Macht. Der hat die Macht, er ist ja auch sehr intelligent, aber das hat er hat die nicht eingesetzt damals, um Italien zu sanieren, sondern um deutsche Geldpolitik auch zu machen. Ja. Der Euro, meine Damen und Herren, ist für uns eine Fremdwährung. Das müssen Sie ganz klar sehen. Das ist eine Fremdwährung, die mit einem EZB-Rat, in dem Deutschland, wenn es darauf ankommt, immer wieder überstimmt wird. Nicht? Das ist schlimmer als in der Weimarer Zeit. Nach dem Versailler Vertrag wurden in der Reichsbank ausländische Aufpasser installiert, aber die Reichsbank blieb deutsch und hat irgendwie deutsche Geldpolitik gemacht zwischen den beiden Kriegen. Aber heute wurde uns die Bundesbank ganz weggenommen, nicht? Und stattdessen wurde dieser Euro oktroyiert. Aber über die Entstehungsgeschichte kann ich jetzt leider nichts sagen. Also ich stehe hier mit Herrn Dröser, einem Bundestagsabgeordneten aus Leipzig. Herr Dröser, herzlich willkommen. Wie hat es Ihnen gefallen, das Hambacher Fest? Ja, wie immer sensationell, großes Glück. Nicht ganz so heiß, aber schönes Wetter. Und natürlich hervorragende Reden, ne, wo so das gesamte Hambacher Fest und die Atmosphäre hier, die wunderschöne Landschaft, wenn man hier ankommt. Also für Patrioten, für Menschen, die ihr Vaterland lieben, dafür arbeiten und kämpfen, dass es besser wird in Zukunft. Also ein toller Tag. Mich interessiert vor allem von Ihnen als AfD-Mitglied und auch Bundestagsabgeordneten, wie fanden Sie denn den Vortrag von Herrn Ganser? Weil das sind ja so Themen, wie steht denn die AfD dazu? Fand ich sehr interessant und natürlich die Schweizer, ne, die, wie sagt man, die haben es erfunden, also haben natürlich eine schöne Lockerheit, ja, die manchmal so im politischen Betrieb, im politischen Berlin vielen abhanden gekommen ist. Also kann man, denke ich, schon ein Stück weit auch lernen, von der Unverkrampftheit Themen anzusprechen von unseren Schweizer Nachbarn. Eine letzte Frage noch, und zwar im Osten ist ja die AfD und auch generell die Bewegungen, die politischen Bewegungen, die Alternativen relativ stark. Jetzt haben wir hier im Westen im zweiten Jahr schon eine recht große Veranstaltung im patriotischen Lager. Wie sehen Sie das denn? Ja, dass die Dinge entwickeln sich. Ja? Also ich will nicht sagen, vom Osten lernen heißt siegen lernen, aber die Menschen im Osten haben ja so ein bisschen die Erfahrung von 89, der Ende der DDR mit im Gepäck sozusagen und spüren, glaube ich, ein bisschen eher, wenn was knirscht, wenn was zwischen im Getriebe hängt sozusagen. Ja? Und das artikulieren wir sehr stark, ne? Und wir haben eben als Partei natürlich auch die richtige Ansprache für unsere sächsischen Landsleute oder im mitteldeutschen Raum für die Landsleute und das begründet auch ein bisschen so den Erfolg. Aber wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl, ne, und eben unter Gleichgesinnten. West-Ost ist ja eigentlich eine überholte Diskussion, ne, aber wir fühlen uns hier sehr wohl und kommen gerne her und hören natürlich auch gerne die ein oder andere Anregung, nehmen wir gerne mit nach Hause und treffen natürlich auch viele Gleichgesinnte. Herr Dröser, vielen Dank fürs Gespräch. Natürlich, schönen Abend. Ja. Die EU hatte kein Problem damit, dass die Ukraine zerbrochen ist unter ihrem Assoziierungsabkommen, das auch eine militärische Komponente umfasst hat. Sie hatte kein Problem damit, dass 1999 bis zum 10. Juni jähren sich noch täglich zum 20. Mal jetzt die Angriffe der rot-grünen Bundesregierung auf Serbien. Sie hatte kein Problem damit, dass 2011 Libyen bombardiert wurde, damit die Flüchtlingskrise angestoßen wurde, so wie 2003, in Folge dann 2011 auch über die Aktivitäten in Syrien. Daniele Ganser hat es ausführlich aufgezeigt. Sie hat letztendlich nicht dazu geführt, dass in der Nachbarschaft friedliche Beziehungen gesichert wurden. Und das ist es, was wir erwarten müssen und was letztendlich auch den internen Frieden sichert, dass wir keine militärischen Auseinandersetzungen innerhalb des EU-Gebiets hatten. Darf uns nicht zufriedenstellen. Wir brauchen Frieden und Stabilität zwischen Europa und unseren Nachbarn. Und das möchte ich jetzt kurz aufzeigen anhand der deutsch-russischen Beziehungen.
dass jemand wie wir Patrioten seine eigene Heimat liebt, sein Land liebt, bedeutet nicht, dass er anderen Menschen gegenüber negativ eingestellt sind, die ihrer Heimat, ihren Ländern gegenüber die gleichen Gefühle haben. Interessant ist aber, dass die Bevölkerung diesen Propagandamethoden nicht unbedingt Folge leistet. Sie sehen auf der linken Seite, dass 95% der Befragten in Deutschland es fanden, dass eine Verbesserung der Beziehungen zwischen EU und Russland sehr wichtig oder wichtig wäre. Das gibt uns Hoffnung. Denn es zeigt uns, dass der normale Mensch und Medienkonsument eben sich nicht 100% programmieren lässt, sondern dass eine gewisse Fähigkeit zum selbsttätigen Denken da ist. Daran müssen wir appellieren, das müssen wir füttern und so werden wir weiterkommen. Wir brauchen Russland als Partner und wenn die Regierung das uns nicht in die Wege leitet, habe ich mit verschiedenen anderen Friedensaktivisten, Ove Schattauer sehen Sie hier, der Rapper C. Rebellum, der sich auch viel für den Frieden einsetzt, gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Friedensfahrt nach Russland, wir lösen das Feindbild Russland auf, indem wir einfach für Begegnung sorgen, mit einem positiven Signal nach Russland fahren und zeigen, wir lieben zwar unser Land, aber wir respektieren und schätzen, dass auch ihr euer Land liebt, und wir wollen eine gemeinsame Schnittmenge suchen, wo wir friedlich koexistieren können, kooperieren können, so wie das in Europa der Fall sein sollte. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Die fliegen vorbei, die nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger. Erschießen mit Pulver und Blei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücke, doch alles in der Stille und wie es sich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei. In dem Kerker saßen zu Frankfurt an dem Main schon seit vielen Jahren 6 Studenten ein, die für die Freiheit fochten und für das Bürgerglück und für die Menschenrechte der Freien Republik. Und der Kerkermeister sprach es täglich aus: Sie, Herr Bürgermeister, es reißt mir keiner aus. Aber doch sind sie verschwunden, abends aus dem Turm, um die 12. Stunde bei dem großen Sturm. Und am nächsten Morgen hört man den Alarm. Oh, es war entsetzlich, der Soldatenschwarm. Sie suchten auf und nieder, sie suchten hin und her. Sie suchten 6 Studenten und fanden sie nicht mehr. Kamen wieder mit Schwertern in der Hand. Auf ihr deutschen Brüder, jetzt geht's fürs Vaterland. Jetzt geht's für Menschenrechte und für das Bürgerglück. Wir sind doch keine Knechte der Freien Republik. Wir fragen, wo ist Absalom? So dürft ihr wohl sagen, oh, er hängt schon. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traume der Freien Republik. Er hängt an keinem Baume, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traume der Freien Republik. Ja, die Freie Republik.